Mediaform stellt dir den Primas DT420 und den Primas DT430 vor. Bei beiden Druckern handelt es sich um Desktop-Etikettendrucker. Die Etikettendrucker drucken im Thermotransferdruckverfahren. Beide Modelle können aber ebenso im Thermodirektverfahren Etiketten bedrucken. Den Drucker kannst du in zwei unterschiedlichen Ausführungen erwerben, die sich in der Druckauflösung unterscheiden. Auf der Rückseite befinden sich die Schnittstellen seriell USB, USB-Host und LAN. Die Maße des Druckers sind 164 mm in der Höhe, mal 204 mm in der Breite und 280 mm in der Länge. Die maximale Druckbreite beträgt beim Primas DT420 108 mm und beim DT430 105,7 mm. Die Aufhängung im Drucker eignet sich für Rollenkerne mit einem Durchmesser von 25 und 40 mm. Zur Erstellung des Druckbildes im Thermotransferdruck wird eine Farbbandrolle mit einer maximalen Länge von 300 Metern eingesetzt. Der Drucker verfügt über einen transmissiven Sensor für Etikettenlücken sowie einen justierbaren Blackmark-Sensor. Du kannst beim Primas DT420 eine Druckgeschwindigkeit von 152,4 mm pro Sekunde und beim DT430 127 mm pro Sekunde erreichen. Die DT420-Variante verfügt über eine Druckauflösung von 203 dpi. Die DT430-Variante druckt hingegen mit einer Druckauflösung von 300 dpi für den randscharfen Druck von kleineren Barcodes, Texten und Symbolen. Der Primas DT420 und DT430, jetzt nur im Mediaform Onlineshop erhältlich.